Und ratet mal, was hier drin ist. Noch ein kleiner Schlüssel. Genau, und zwar brauchen wir eigentlich alle drei kleinen Schlüssel, nur um da oben lang zu kommen. Aber auch hier kann man diesen Trick anwenden, indem man hier irgendwie lang springt. Nein, ach komm. Genau so. Zack. Und schon, oh lol. Ach Gottchen. Okay, schon ist man hier. Hier müssen wir jetzt... Eigentlich nicht. Die besiegen, dann kommt der Schlüssel, aber... Ja. Hier auch ein kleiner Miniboss. Der ziemlich einfach ist. Man kann halt hier einfach die ganze Zeit stehen bleiben und nur mit dem Schwert schlagen. Ganz easy. Und schon ist er besiegt. Und ja, um hier reinzukommen, bräuchten wir halt, noch ein paar mehr Schlüssel. Heißt, wir müssten noch ein paar mehr Wege gehen, eigentlich. Aber, ja, dadurch, dass ich die ganzen Schlüssel jetzt nicht aufgebraucht habe. Ist das dein Ernst? Nur weil mich das Ding da aufgehalten hat? Oh. Ja, was soll ich sagen? Ja genau, nur weil ich die ganzen Schlüssel nicht aufgebraucht habe, können wir jetzt halt hier schon lang gehen. Und bekommen schon das Item, und zwar die Schwimmflossen. Jetzt können wir endlich schwimmen. Ziemlich cool. Mit B können wir auch tauchen. Zack. Zack. Erstmal diese nervigen Viecher hier besiegen. Ja, die sind echt ziemlich nervig, aber okay. Zack, zack. Ich weiß gar nicht, was ermöglicht. Macht das die Tür auf? Ja. Oh. Warum macht das die Tür auf? Da wollen wir doch eh nicht wieder zurück, oder? Ah, egal. Wir holen uns hier noch einen kleinen Schlüssel. Gehen hier lang. Und hier ist... Mussten wir uns, glaube ich, eigentlich diesen Weg merken. Hier, hier... Wo war das? Hier. Ah, okay. Falsch gelaufen. Hier, hier... Oben rechts, oben links und unten rechts. Zack. Da kassiere ich gern ein Damage. Müssen den jetzt wieder runterholen. Am besten so, dass ich keinen Schaden bekomme. Genau. Jetzt müssen wir hier raufspringen. Alles klar. Und schon sind wir beim großen Schlüssel, Leute. Und das war's schon mit dem Dungeon. Wir gehen hier gleich, glaube ich, trotzdem nochmal rein, um diese Bomben da zu holen, die ich gerade entdeckt habe. Und ich weiß auch nicht, warum sie das hier gemacht haben. Man kann hier einfach lang hüpfen. Eigentlich muss man noch einen Weg gehen, wo man noch mehr Schlüssel für braucht. Aber ich glaube, dieser Dungeon ist einfach, die Hälfte ist einfach nur skippen. Kann man einfach nur skippen. Ich weiß auch nicht, was sie sich dabei gedacht haben, die Entwickler, aber okay. So, jetzt sind wir schon beim Boss. Blubber, 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 blubber. Und der Boss ist halt auch einfach easy. Wie ihr gerade gesehen habt. Das war echt... Naja, ich glaube, bei diesem vierten Dungeon waren die Entwickler irgendwie ein bisschen... stoned oder so, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Naja, wir haben den vierten Dungeon gebackt, Leute. Und haben jetzt die Neptunharfe. Das vierte Instrument. Darauf erstmal einen Schluck Kaffee. Bucht mit voller Wucht. Okay. Aber wie gesagt, ich will mir schnell die Bomben holen. Und ich habe das Gefühl, wir bräuchten noch ein paar. Naja, gut. Wir können uns jetzt... Was mache ich denn? Wollt ihr nicht rein? Zack. Schön. Man könnte jetzt auch auf der Karte sehen, wie viele Truhen uns eigentlich noch fehlen. Aber egal. Ich bin Mambo, das Kind ist... Yeah. Gut, dann kann ich dir jetzt meinen Song beibringen. Yeah. Wir erlernen unser zweites Lied.
Der geilste Song, ey. Bitte den Groove. Oh yeah. Aha. Wow. Der. Nice. Wir können auf dem Wasser stehen, Leute. Ist das nicht cool? Ja, das war unser zweites Lied. Und jetzt können wir uns nochmal schnell zwei Herzteile holen. Und ich weiß nicht, was man sich bei diesem einen Herzteil gedacht hat. Ist auf jeden Fall ziemlich nervig. Ziemlich, ziemlich nervig. So, und zwar... Zack. Erstmal haben wir hier eins. Das ist noch recht in Ordnung, ne? Das ist echt noch recht in Ordnung. Und uns fehlen jetzt nur noch vier Herzteile, fällt mir gerade auf. Nice. Cool. So. Und zwar, wohin? Renne ich gerade falsch? Nee. Alles richtig, gut. Und zwar müssen wir jetzt hier ins Wasser. Wir sind jetzt bei der Burg, Leute, ne? Wir müssen einmal komplett außen rum, um ein Herzteil zu bekommen. Das ist, ich weiß nicht, was sich die Entwickler dabei gedacht haben. Ich weiß auch nicht, wie man darauf kommen soll, dass hier ein Herzteil versteckt ist. Aber, naja, und jetzt habe ich einen Geist hinter uns. Ist ja nicht süß. Ja, was der auf sich hat, werdet ihr gleich sehen. Und zwar ist hier ein Herzteil. Ohne Witz. Wer soll darauf kommen? Ich war froh, dass meine Oma damals eine Komplettlösung hatte, ey. Sonst hätte ich niemals alle Herzteile und so gefunden. Weil bei manchen denkt man sich auch einfach nicht. Also, nee. Da denkt man niemals dran, dass da ein Herzteil sein könnte. Weil bei manchen gibt es ja Hinweise, ne? Aber bei dem hier zum Beispiel denke ich mir so, okay. Vielleicht ist es irgendwo, vielleicht sagt irgendwer im Spiel das, ne? Dass man das da machen muss. Dass man da tauchen muss, dass da ein Herzteil gibt. Aber ich weiß es nicht. So, wir müssen den Geist jetzt zu seinem Haus bringen. Und das Haus ist... Das haben wir sogar schon gesehen. Glaube ich. Ja, das haben wir schon einmal gesehen. Und zwar müssen wir dafür... Gehen wir hier lang? Ja, komm. Gehen wir hier lang? Gehen wir diesen längeren Weg? Ich weiß nicht, ob der länger ist. Ich habe keine Ahnung. Können wir das jetzt eigentlich auch schon machen? Nee, können wir noch nicht. Okay, das müssen wir... Nee, es gibt das nach dem 6. Palast, glaube ich, kann man das machen. Okay, so auf jeden Fall... Müssen wir diesen Geist jetzt erstmal zu seinem Haus bringen. Und das Haus befindet sich... Wie gesagt, an einem Ort, wo wir schon einmal waren. Zwar haben wir ja hier unten rechts, also hier unten haben wir ja Marien getroffen. Sind dann ja hier lang gegangen und hier unten war ein Haus. Und in diesem Haus wohnt der Geist. Eigentlich. Hier reingehen, mein Haus. Yeah. Okay. Ah, noch zeig, ja, komm, come sempre. Genug, Friedhof, bring mich mein Grab. Ja, mal Deutsch. Bring mich mein Grab, Alter. Okay. Wir können aber vorher erstmal noch, hier eine Zaubermusche holen. Und zwar hier drunter. Sehr geil. Und des Weiteren können wir hier uns noch einmal das Bomben-Upgrade gleich holen. Ich weiß nicht, ob man das schon vorher machen konnte, ob man hier schon vorher rübergehen konnte. Wow. Wie hab ich's denn geschafft, da nicht rüber zu jumpen? Nee, konnten wir nicht. Okay, wir brauchten hier die Schwimmflossen. Ich war mir nämlich da gar nicht so sicher. Aber naja. So, zack. Wir müssen hier rein. Und hier ist der liebe Mensch. So. Dieses liebe Viech hier.
Wir brauchen das Zauberpulver halt so gut wie gar nicht. Deswegen müssen wir das Zauberpulver auch erst später upgraden. Nein. Willst du zur Strafe mehr Bomben tragen können? Ja, bitte. Bitte gib mir mehr Bomben. Jetzt können wir, glaube ich, 40 Bomben, glaube ich. Ich glaube, das sind 40 Bomben. Waren es 40? Ich bin mir nicht sicher. 60. Oh, auch 60. Okay. Auch 60. Alles klar. Können wir mit dem Geist das Lied spielen? Ja, können wir. Okay, gut. Sehr gut. Wir haben nämlich jetzt eine Möglichkeit, uns immer hierher zu teleportieren. Und das ist ziemlich gut, denn wir sind jetzt hier in der Nähe von dem Haus des, oder von dem Grab des Geistes. Und zwar ist das hier unten. Da unten links habt ihr es gerade gesehen. Hier ist erstmal noch eine Zaubermuschel. Und wir bekommen hier auch gleich noch ein Herzteil. Hier ist das Grab. Ah, danke, eine Vase in meinem Haus. Schau drunter, tschüss. Oh, endlich bist du wieder. Ist was? Achso, egal. Wir müssen jetzt ins Fischmaul gelangen. Ja, ich weiß, was du meinst. Allerdings können wir vorher erstmal ein wenig Zeit questen. Wir sind hier gerade relativ gut in der Nähe. Und ja. Zack, hier lang. Nicht dein Ernst. Ja, das ist eigentlich auch ein Herzteil. Ist das dein Ernst jetzt? Was man sich erst später holen soll, wenn man den Enterhaken hat. Aber man kann hier halt einfach so rüberjumpen. Ich weiß nicht, was sich die ganzen Entwickler immer dabei gedacht haben. Ich hab echt keine Ahnung. Aber ne. Wow. Einfach wow. Ja, jetzt sind wir auf dem Friedhof. Und jetzt fehlen uns noch zwei Herzteile, Leute. Und diese beiden Herzteile gibt es, glaube ich, beim 7. und 8. Dungeon in der Nähe. Bin ich der Meinung. Dürfte es eigentlich, ja. Naja, wir sidequesten kurz ein bisschen. Und zwar können wir ja... Wir haben ja Blumen bekommen. Aber wir müssen doch noch mal ins Dorf, fällt mir gerade ein. Stimmt. Nein! Tja, seit Wochen schreibe ich nun Liebesbriefe an Christine, ja. Shit. Oh, ich bin doch falsch. Okay. Wir müssen erst ins Dorf. Dann zu ihm hier. Stimmt. Hier ist ja gar nicht die Frau drin. Ach, Mann. Okay, egal. Alles gut, alles gut. Ist ein bisschen Zeitverschwendung gewesen, aber ach. Wie ein Sturz. Ist ja wie gesagt kein Speedrun, ne? Oh, so viel wechseln, ey. Okay, dann warte ich noch kurz. Mit dem Wechseln wieder. Zack. So, wir gehen ins Dorf, ja. Es gibt übrigens 4 Teleporter. Für den letzten, den aktivieren wir erst ganz spät. Ich glaube, da bräuchten wir den gar nicht mehr. Bin ich der Meinung. So, wir sind hier im Dorf. Und hier müssen wir jetzt die Blumen abgeben. Und zwar, ich glaube, in dem ganz rechten Haus hier? Nee, okay, dann in dem daneben. Ja. Hallo, du Ziege. Ja, ich habe dir einen Hibiskus mitgebracht. Könntest du mir einen Gefallen tun? Ja, klar. Ja. Ich bring den Brief zu Dr. White. Oder Wright. Brickt. Das mache ich doch sehr, sehr gerne. Aber vorher erledigen wir ein bisschen was, was uns weiterhilft. Und zwar machen wir den 5. Ballast. Wie viele Zaubermuscheln haben wir? 5. Ist okay. Übrigens, was der Geist zu uns gesagt hat, wir sollen unter sein Haus gucken. Das ist ganz einfach. Da unten ist eine Zaubermuschel. In der Vase. In seinem Haus. Ich weiß nicht, ob wir uns die holen. Ich habe keine Ahnung. Wäre eigentlich schon ganz gut, wenn wir die Zaubermuschel holen, bevor wir
in den siebten Palast gehen, oder? Alle 20 Zaubermuscheln haben? Ich weiß es nicht genau. Gut, wir sind jetzt im Fischmaul. Im fünften Palast. Und der Palast hat's in sich. Sag ich mal. Das ist ein bisschen... Es ist ein komplizierterer Palast. Komm, zack. Zack. Beziehungsweise ein zeitaufwendigerer Palast. Zack. Wir müssen nämlich jetzt erstmal hier hin. Weil wir hier einen Schlüssel bekommen. Nur für den Schlüssel gehen wir hin, Leute. Nur für den Schlüssel. Zack. Zusammenschieben, Schlüssel, danke. Und wir müssen später hier nochmal hin. Also, bisschen später nochmal hierher. Was auch wieder, also ich weiß nicht, das ist doof. So hin und her laufen, ey, voll nervig. So. Hierfür brauchen wir nämlich den Schlüssel. Um jetzt hier lang gehen zu können. Und hier den ersten Teil des Minibosses zu besiegen. Zack, wir müssen nämlich hier jetzt zweimal, ich glaube, den müssen wir zweimal angreifen. Nein, dreimal, okay. Gott, oh Gott, ey. Ich habe mich, glaube ich, auf Ewigkeit nicht mehr von dem treffen lassen. Ja, genau. Dreimal, zweimal, zweimal, dreimal, glaube ich. Es gibt hier nämlich viermal. Hier ist ein... Wenn du nach, nach dem Inhalt suchst, komm doch, hol ihn dir bei mir ab. Genau. In der Truhe hätten wir rein theoretisch das Item holen können. Also das Item bekommen können. Das Dungeon-Item. Allerdings war dieser Skelettritter vor uns da. Und ja, hier ist er jetzt nochmal. Zack, den müssen wir jetzt nämlich zweimal besiegen, also zweimal mit der Bombe treffen. Zack. Du bist stärker als ich dachte, ja. Kannst mal sehen, du. So. Jetzt müssen wir den dritten suchen. Ist das dein Ernst? Lol. Okay. Der befindet sich dort oben, glaube ich sogar. Ach ja, der... So. Genau, hier ist er. Den müssen wir jetzt auch nochmal zweimal treffen. Du hast mich also gefunden. Meine Güte. Wieso habe ich den jetzt gerade... Mann, egal. Zack. Da links ist nur der Kompass oder die Karte, soweit ich das weiß. Ah, ich guck trotzdem mal rein. Bin mir da auch nicht mehr ganz sicher. Aber ich bin der Meinung, außerdem gibt's hier Herzen. Ja. Okay, fehlendes Steintafelstück. Ich glaube, wir brauchen ja auch gar keine weiteren Schlüssel mehr sonst, ne? Oder? Ich weiß es nicht mehr. Herzen sammeln. Und jetzt wieder an Anfang gehen. Denn ganz am Anfang erwartet uns jetzt wieder der Weg zu dem... Ach, warte mal, können wir nicht eigentlich... Ach, egal. Ich probiere es nicht. Ich probiere es nicht. So, ach Gottchen. Zack. Genau, wir müssen dahin, wo wir den Schlüssel bekommen haben. Denn da gab es einen Raum, den wir nicht betreten haben. Den einen weiter links. Und da drin ist nämlich... der vierte von diesen Heinis. Und wir müssen ihn ja viermal besiegen. Uiuiui, das war knapp. Dass ich da nicht runtergefallen bin. War unlucky, war lucky, meine ich. So. Und den hier müssen wir jetzt nochmal dreimal treffen. Und man kann halt die Textbox, die am Anfang sagt, skippen. Indem man ihm halt so schnell wie möglich schon einmal auf die Schnauze gibt. Mit dem Schwert. So, dreimal. Und er lässt halt das Item fallen.